Hi Leute, heute mal noch ein kleines Update, nachdem ich ja die Woche über schon geschrieben habe, dass hier und da ein paar Neuerungen gekommen sind, beziehungsweise auch neue Fische drin sind. Ja, fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Wie man sieht, mein Borsti, sprich der Borstenzahndoktor, dem geht's gut. Er ist zwar, wie vielleicht einige auch wissen, ein relativ scheuer Geselle. Daher ist er auch nicht ganz so, ja, geht nicht freiwillig direkt jetzt an die Futterklammer dran. Aber ich weiß definitiv, A, er frisst rote Flocken, da geht er nämlich dran, die Mager. Und eben habe ich auch beobachten können, dass er halt an abgefallene Nori-Blätter von der, ja, von den Klammern her geht. Ja, ich habe ein kleines bisschen umgestaltet, weil ich gemerkt habe, dass zum Beispiel die roten Akans hier vorne nicht ganz so gut kamen. Die standen hier vorne in der Mitte, da wo jetzt die ganzen Ohren liegen. Ja, Scheibenanemonen. Und ja, hier und da sind noch ein paar neue Sachen dazu gekommen, die auf dem letzten Video noch nicht zu sehen waren, wie zum Beispiel die Zoas. Dann da oben die Zoas. Ah, da war aber noch was. Was war denn das? Achso, ja. Genau. Dieses kleine süße rote Ohr. Das lag jetzt anderthalb Wochen unten im Technikbecken. Und jetzt ist es pauschal gesagt angewachsen und aquarientauglich. Achso, ja. Hier unten ist noch eine süße kleine Akan. Sieht noch nicht aus wie eine, weil ja, Problem ist, ja, die Viecher, die fühlen sich ja hier bei mir im Becken wohl. Das heißt, die machen weit auf und dann sehen sie auch nicht mehr so aus, wie sie aussehen sollten. Okay, ja, wie man ganz offensichtlich sieht, ich habe Cyanus. Aber die werden auch bald wieder weggehen. Weil Gegenmittel ist schon im Becken, momentan nicht zu sehen. Vielleicht sehen wir jetzt gleich im Verlauf des Videos nochmal. Kommen wir erstmal zur Pumpe, was ich gesagt habe. Ich habe ja hier oben die süße, kleine, niedliche RW4. Und hier habe ich die Steuereinheit dazu. Das Rosa, da habe ich jetzt nur die LEDs überklebt, weil das die Nacht über hier ganz schön viel Licht ins Becken bringt. Und ich halt an diese Steuerung direkt dran möchte. Unter anderem ist ja hier auch ein Lichtsensor. Und wenn ich das unten ins Technikbecken reinbringe, bringt nichts, weil das Technikbecken wird über Nacht beleuchtet. Ja, wie man sieht, die ist da oben am Arbeiten. Ich habe die momentan auf Impuls stehen. Und das ist pauschal gesagt der Impuls bzw. der Wellenschlag, den ich hier noch im Becken verkraften kann. Wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen beschleunige vom Impuls her, dann geht es direkt ab, schaukelt sich zu sehr auf und es schwappt über. Also geht nicht in diesem Becken. Aber so ist auch schon okay. Das, was die drückt, ist das Maximal. Und wie man sieht, es ist im oberen Bereich, die Bewegung kommt auf jeden Fall durch. Die restliche Pumpe, sprich die da hinten, das ist eine New Wave. Die ist für die Hauptströmung verantwortlich, genauso wie da oben die Ausströmung vom Technikbecken. Ja, so, und ihr habt ja am Anfang auch gesehen, dass ich diese Montipora hier reingesetzt habe. Das muss man ein bisschen scharf stellen. So, das kann man nicht so richtig von hier sehen. Vielleicht von da, ja. Die habe ich ja aus Bruchstücken zusammengesetzt. Und die ist mittlerweile in diesen 6 Wochen, oder beziehungsweise jetzt in 4 Wochen, wo die jetzt hier in diesem Becken drin ist, ist die schon dieses Stück oben von der Kante runtergewachsen auf das andere Stück. Wenn man da genau in der Mitte schaut, da wo der Trichter ist. Das Stück hat die jetzt schon zugelegt. Also das passt hier. Ja, meine anderen Steinis, sage ich jetzt mal, die dafür da sind, meinen
Magnesium- und Kalkhaushalt ein bisschen runterzuziehen. Denen geht's auch gut. Da hinten die Milka, die steht einwandfrei. Die Hysterix da, da hinten die Hysterix. Das sieht alles sehr gut aus. Wie gesagt, hier unten meine Akans. Die sehen auch klasse aus jetzt. Ja, Steinis muss ich leider drin haben, weil gestern habe ich Magnesium und Calcium gemessen. Calcium war bei 450, genau. Und Magnesium lag bei 1440. Benutzen tue ich das Redzi Pro Reef Salz. Das trägt eigentlich nur 1390 an Magnesium. Calcium habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber nichts Großes, nicht so viel. Ich vermute mal, dass es vom Bodengrund her kommt. Also wird sich das auch noch einspielen. Ja, dann haben wir noch ein kleines Beleuchtungsupdate. Das habe ich eben installiert. Hier hinten zu sehen. Einmal hier und einmal hinten durch. Das sind blaue LED-Spots. Da hatte ich einen von in der Mitte, da ungefähr. Und da störte der Schacht. So, jetzt habe ich noch einen zweiten dazu gebaut, einer rechts, einer links. Die sind über einem Netzteil, sind die dimmbar. Und die werde ich dann heute Abend ausrichten. Und ja. Zu demjenigen, der da drin mein Chaos von Cyanus befreien soll. Man kann es hier schon sehen, da hinten ist schon gebaggert worden. Es ist eine Meidenschläfergrundel hier reingekommen. Fast ausgewachsen, würde ich sagen. 8 bis 10 cm ist das gute Tierchen groß. Lässt sich natürlich jetzt nicht sehen. Dem geht es aber gut. Die ist kräftig am Buddeln, so wie sich ja gehört. Und dann schauen wir mal, was sie jetzt im Laufe der nächsten Woche mit diesem Becken anstellt. Ob ich da mittlerweile dann die Renzeberg- und Talfahrt drin habe oder schauen wir mal. Jo. Das ist eigentlich erstmal das zum Status-Update. Sollte irgendwas sein, Fragen, Anregungen, schreibt ruhig. Ich stehe euch gerne für alles zur Verfügung. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Euer Viper.